Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Börse at Home, unserer montäglichen halben Stunde für Börsen-Know-how. Und heute bin ich sehr froh, dass Patrick Häuser bei uns ist, weil wir beschäftigen uns nämlich mit dem Markt der Kryptowährungen. Jetzt ist nun insgesamt zurzeit keine leichte Phase an den Wertpapiermärkten, egal ob Aktien, ob Anleihen. Aber bei den Kryptowährungen ist besonders viel los. Und deswegen fanden wir, dass es Zeit ist für eine Bestandsaufnahme. Was ist aktuell die Situation? Und näher dran als jetzt mit Patrick Häuser, der CEO von Crypto Finance Brokerage AG, können wir gar nicht sein. Deswegen nutzen Sie die Gelegenheit, fragen Sie, was auch immer Ihnen auf dem Herzen liegt zu unserem heutigen Thema. Und schön, Patrick, dass du da bist. Und Vielen fangen wir Dank. fangen wir doch mal direkt an mit dem aktuellen Zustand. Was ist da gerade los? Gerne. Ich begrüße alle Zuhörer und auch Zuschauer. Der Markt ist sehr nahe am Aktienmarkt aufgestützt. Die Korrelationen sind sehr hoch, speziell zum Nasdaq. Und wie Sie sicher alle wissen, hat der Aktienmarkt im Moment keine gute Zeit. Was aber beim Krypto jetzt zusätzlich noch ein negativer Treiber ist, die vergangenen Events im Luna, Terra Luna, waren gar nicht gut für das Overall-Ökosystem und vor allem für den DeFi-Bereich. Jetzt haben wir gerade einen anderen großen Lender and Borrower, das ist Celsius, wo gerade die ganzen Withdrawals gestoppt hat. Das heißt, die Kunden können keine Tokens mehr von der Plattform runterziehen. Da scheint ein Liquiditätsengpass zu sein oder ein Liquiditätsmismatch. Das hilft auch nicht, speziell im Ethereum-Bereich, wo noch der Peg oder die Korrelation von diesen Staked ETH versus ETH, dieser Peg, der bei 1 sein sollte, jetzt unter die Parität fällt. Das hat Druck auf Ethereum gegen Dollar ausgelöst. Und wenn die zwei großen Währungen am Schwanken sind, Bitcoin und Ethereum, dann geht der ganze Markt mit. Die Korrelation ist extrem hoch in den Kryptos, wenn es runtergeht. Wie schaffen es dann einzelne Coins, sich stabiler zu halten? Das ist jetzt eben die Frage, woher holt man sich diese Information? Weil wenn man auf CoinMarketCap oder CoinGecko sich den 24-Stunden Preis-Change anschaut, dann hat man das Problem, dass der eben kein Closing. Das heißt, es ist ein rollendes Tageswindow und gewiss haben dann halt hatten gerade eine bessere Phase vor 6 Stunden und jetzt eine schlechtere Phase. Aber prinzipiell, wenn man die Korrelation auf Tages-Closing-Basis anschaut, sind alle Coins down. Und die Korrelation ist ungefähr 0,8, 0,9. Was wäre da eine bessere Plattform, um sich solche Preise anzuschauen? Oder ist Olia die einzige Möglichkeit? Es ist im Moment wirklich so, wenn man sich diese Plattformen, die News und Preise distributen anschaut, die haben alle nur dieses rollierende Window, weil es ja kein Closing gibt im Krypto. Wenn man aber bei einem professionellen oder institutionellen Broker angebunden ist, wie zum Beispiel uns, dann wir machen Daily Closings, dann kann man sich die Preisveränderungen von seinem herholen. Okay, das als Empfehlung für etwas bessere Nerven. Jetzt ist unabhängig von der momentanen Situation, ist ja die Volatilität in dem Bereich deutlich höher als an klassischeren, sage ich mal vorsichtig, klassischeren Wertpapiermärkten. Wie lässt sich das erklären? Ja, und grundsätzlich ist es so, dass ganz am Anfang, als der Markt startete im Krypto, gab es keine Derivate und die Volatilität war noch höher, weil es fast keine Möglichkeit gab, sich zum Beispiel zu hedgen, wenn man eine Long-Position hatte, man musste alles verkaufen. Dann war die Problematik, dass man die Coins auf die Exchanges schieben musste, weil man sonst nichts verkaufen konnte. Das heißt, es hatte dann große Verschiebungen gegeben, die dann die Exchange langsam werden ließen oder dann war das Orderbuch nicht tief genug. Und die Leute waren es auch nicht gewohnt,
auf diesen Plattformen zu handeln oder den schlecht ausgestatteten Plattformen. Mit den Derivaten besser, speziell im Bitcoin- und Ethereum-Bereich. Dort ist die Vola deutlich tiefer als bei den kleineren Coins, wenn man unter den Top 50 sich umschaut. Und dort ist es halt schon so, dass die Tokens oder die Größe der Market Cap der Tokens sehr klein ist und große Market Making und Hedgefonds Häuser, die im Krypto drin sind, die halt dann die Möglichkeit haben, diese Märkte zu pushen. Und das geht dann halt sehr schnell in sehr großen Sprüngen, weil dann halt niemand da ist, der mal auf die andere Seite geht. Es hat keine großen Asset Manager oder Pensionskassen, die grundsätzlich mal sagen, so, wenn der Markt korrigiert hat, dann kaufen wir nach, weil wir müssen, weil Rebalancing oder weil neues Geld einfließt, das muss investiert werden. Das gibt es in Krypto so nicht. Damit ist die Volatilität immer noch sehr hoch. Gilt das auch, also mit Derivaten vermute ich, meinst du Zertifikate und auch rechtliche auch Zertifikate, Exchange Traded Notes, die jetzt ja zum großen Teil auch börslich gehandelt werden? Und da sagt man ja immer, dass nein, da sehr. Nein, okay, ja. Nein, die großen Derivatvolumen gehen auf den Crypto-Exchanges durch. Also die großen Players, auch wir hedgen uns auf diesen Derivat-Exchanges und dort hast du 15 bis 20 Mal mehr Volumen als im physischen Spot. Die Musik spielt wirklich in den Derivaten und solange es halt nicht für alle Coins diese Derivate gibt, hast du immer bei den kleinen die größeren Ausschläge. Wäre das dann eine Empfehlung, eine grundsätzliche für kleinere Investoren, also sich eher dann an den Märkten zu bewegen mit den größeren Volumen? Also ich finde, ich würde das definitiv als einen guten Grundsatz halten, wenn man sich mal zuerst mit Bitcoin und Ethereum befasst. Und wie gesagt, die Korrelation ist extrem hoch. Das heißt, wenn man Exposure zu diesen zwei Coins hat, dann deckt man schon eine große Breite der Bewegungen ab. Wenn man gerne ein bisschen zockt und vielleicht auch gerne mal ins Casino geht, ja, okay, dann kann man mal eine kleine Summe in diese kleinen Tokens setzen, weil die machen dann halt zwischendurch mal das 100- oder 1000-fache, aber das ist dann wirklich das ist wie Lotto spielen, das ist sehr schwer, diese zu handeln. Und nochmal zwei Schritte zurück, weil eigentlich, wir sprechen jetzt über die momentane Volatilität und auch über die starken Verluste. Wenn wir das mal in den größeren Kontext setzen, sieht das dann immer noch so dramatisch aus oder ist das Bild dann ein bisschen anders? Man könnte es im Kontext der Cycles anschauen. Und wenn man zurückgeht bei Bitcoin Richtung 2011, jetzt sind wir ungefähr 11 Jahre im Geschäft mit diesem Coin, dann sind die Bear Market Cycles sind immer zwischen 60% und 80% Drawdown gewesen. Und das wird dieses Mal nicht anders sein. Also wir sind im Moment auch bei Bitcoin ungefähr 65-70% off the all-time high. Also das heißt, die Korrektur dieses Cycles ist immer noch innerhalb von dem, was wir als ältere Krypto-Leute erwarten. Okay, also deutlich stärkere Ausschläge normal und das ändert jetzt nichts an diesem langfristigen Bild, dass man da durchaus Potenzial noch sieht. Aber was mich mal interessieren würde, was ich schwer nachvollziehen kann, ist, woher kommt denn diese Polarität in diesem Markt? Dass gerade wenn man momentan sich in den Medien mal anschaut, wie Leute das kommentieren, dann ist es ja sehr entweder hui, hui, hui oder pfui, pfui, pfui. Was schätzt du, woher kommen diese extrem verschiedenen Ansätze oder Einschätzungen? Ja, also für mich gibt es zwei Gründe. Auf der einen Seite, die Medien sind extrem preisfokussiert und schauen nicht auf die Technologie. Und das heißt dann, wenn es hoch, hoch, hoch geht, dann ist eben hui, hui, hui. Und wenn es runtergeht, dann ist pfui, pfui, pfui. Obwohl sich an der grundlegenden Technologie und der Idee
Was diese Anlageklasse repräsentiert, hat sich nichts geändert. Auf der anderen Seite hat man im Kryptobereich selbst massive, ich sage dem so, Evangelisten. Da gibt es Leute, die sagen, nur Proof of Work ist das einzige Wahre und das einzige, was zählt. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nee, Proof of Stake ist das, was überleben muss oder das einzig Wahre. Und dann geht es natürlich dann wirklich in die einzelnen Coins rein, wo ganz starkes Marketing und, wie soll man dem sagen, Meinungen gebildet werden, damit man halt wirklich auch die Leute zu ihrem Projekt reinziehen kann. Aber nochmals, wenn man da ein bisschen rauszoomt, es geht wirklich um die Technologie und genau aus diesem Grund sehe ich auch über die nächsten 5 bis 10 Jahre noch enormes Potenzial. Nicht jetzt mal weggekoppelt vom Preis, aber von den Möglichkeiten, die die Technologie bietet. Und bei gewissen Coins hat das natürlich dann Einfluss auf den Preis, aber nicht bei allen. Was ist der Unterschied? Also wann nimmt es Einfluss und wann nicht? Man muss vielleicht ein bisschen die Unterteilung machen. Und mal die ganz grobe Unterteilung, die ich für mich mache, ist, Bitcoin ist für mich ganz alleine Store of Value. Und das hat dann nicht direkt mit der Technologie was zu tun, die im Finanzbereich gebraucht werden kann, sondern es hat damit was zu tun, wie sich die Welt weiterentwickelt. Und ich als Investor ein Asset suche, das mir gewisse Vorteile gibt im Sinne von, es hat eine begrenzte Anzahl, es ist nicht kontrolliert von einem Land oder Zentralbank und so weiter. Und dann haben wir die andere Seite und das ist halt speziell Proof of Stake. Das sind all diese Plattformen, Smart Contract Plattformen, die uns aufzeigen, wie eine Industrie, nicht nur die Finanzindustrie, auch die Versicherungsindustrie oder auch die Musik- und Entertainment-Industrie, wie man das besser, effizienter machen kann für den Konsumenten. Und da, sage ich mal, hat es nicht so direkt einen Einfluss auf den Preis, weil es geht um die Technologie, wie man es nutzen kann. Und dann wird jede Industrie sich das nehmen, was für den passt. Das hat nichts mit dem Token zu tun. Aber Bitcoin für mich hat ganz klar was mit dem Preis, dem Token zu tun, wenn diese Adaption kommt und mehr Leute das Gefühl haben, das könnte eine Anlageklasse sein, die mich vor gewissen Risiken schützt in der Zukunft. Und die Risiken, die ja da oft genannt werden, sind, nehmen wir mal Inflation als Entwertungsrisiko. Wie sieht es da? Gibt es da so einen Konsens, wie die Korrelation ist? Fangen wir mal mit Bitcoin an zur Inflation. Ja. Wenn ich über Korrelationen spreche und ich frage meine Spezialisten oder Kollegen, die in diesem Bereich, in den Aktienmarktbereichen Korrelation gerechnet haben, die lachen mich dann immer aus und sagen, du willst von mir eine Korrelationsanalyse eines Assets, das erst 10 Jahre alt ist. Das geht nicht. Und das sehen wir auch im Moment, oder? Die Korrelation ist sehr hoch zum Nasdaq. Das heißt, wir gehen runter, der Nasdaq geht runter, wir gehen runter, die Inflation geht hoch, dann sagen alle, es ist ja gar kein Inflationsschutz. Wie gesagt, wir haben zu wenig Datenpunkte, es braucht mehr Zeit. Die Abkopplung, falls wirklich eine entstehen wird, wie sie vielleicht auch bei Gold zustande kam, das braucht noch einen Haufen mehr Zeit. Aber was ich sicher sagen kann, ist, wenn man ein Asset möchte, das weggekoppelt ist von den nationalen Währungen, das ist wirklich schwierig zu finden, außer den Commodities, aber das ist immer noch ein bisschen zum Dollar gekoppelt, ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, das in einem Portfolio gut performt über die lange Zeit. Also ist klar, also und auch bei Gold, wenn man ja lange zurückguckt, sieht man da auch genauso viele Phasen, in denen Gold und Inflation eben miteinander gleichgelaufen sind und nicht in die andere Richtung oder Aktienmärkte und Gold.
Das ist selbst bei solchen Wertpapieren mit langen Zeithistorien nicht immer eindeutig. Und aber noch eine Frage zu den unterschiedlichen Währungen, die es da gibt. Also das ist jetzt Wertaufbewahrung im Falle von Bitcoin. Was ist so das Konzept bei den nächsten wichtigen? Dann ist ja Ethereum, würde ich sagen, Nummer zwei im Moment. Das ist richtig. Ethereum ist, ist der Technologie-Token. Das heißt, die Plattform und das Konzept, wie man Smart Contracts auf einer dezentralen Datenbank oder eben dezentralen Chain laufen lassen kann, zeigt Ethereum die Möglichkeiten. Und es sind grundsätzlich sind es die automatisierten Vorgänge, die auf so einer Plattform gebaut werden können, damit man eben, wie sie jetzt im Finanzbereich bestehen, all diese Backoffice-Prozesse, diese Abgleichprozesse, diese Settlement-Risiken, die man hat, weil man das nicht auf einem Account oder einer Chain settlen kann. Das ist das, was Ethereum aufzeigt, was möglich ist. Und ja, der Token hat mit mehr Benutzung dieser Chain, hat der Token mehr Wert. Dort sieht man dann schon auch eine, ich sage mal so, die Adaption hilft dem Token an Wert zu gewinnen. Also langfristig sozusagen sollte ich mich mit der Technologie befassen oder aber wenn ich ganz am Anfang bin mit dem Thema, waren das ja die ersten beiden, also Bitcoin oder Ethereum. Was wäre denn so ein Zugang für mich, wenn ich mich mit dieser Technologie beschäftigen will? Wie finde ich da zu einzelnen Coins jetzt einen Zugang? Ja, also man müsste sich auf einer von diesen, ich sag mal, Research-Plattformen anmelden. Messari ist zum Beispiel ein sehr guter Ort, wo man sich über verschiedenste Projekte informieren kann. Die Projekte oder die Tokens werden auch in verschiedene Kategorien eingeteilt. Eben ist es ein Smart Contract, ist es ein Payment Token, ist es ein Utility Token? Was macht dann, was ist die Utility dahinter? Und in diesen kurzen, ich sag mal, es ist so eine Zusammenfassung der White Papers von diesen Projekten, kann man ein bisschen herauslesen, was macht das Projekt. Und vielleicht für die Aktienhändler, die sich gewohnt sind, nach Sektoren zu handeln oder diese Sektor-Futures, die es gibt im Aktienmarkt. Ähnlich funktioniert auch der Markt im Krypto. Gewisse Sektoren performen besser als andere. Und wenn man die zusammengruppiert, und die dann anschaut, dann kann man sich auch ein bisschen ein Portfolio zusammensetzen für gewisse Themen. Und dann geht es wieder darum, dass man sich halt wirklich informiert. Was machen diese Tokens? In welchem Sektor sind sie angesiedelt? Und wo können die Added Value dem Ökosystem bringen? Nun, wenn ich jetzt schon in den Markt möchte und aber nicht so tief rein, dann entweder Nummer 1 oder Nummer 2, oder ich könnte auch ein Basket nehmen. Jetzt bin ich ja wieder bei einem Derivat. Auf was sollte ich da achten? Wenn man in den Markt rein möchte, ja, grundsätzlich muss man sich die Handelsplattform sehr gut anschauen, weil erstens hat man auf der Plattform sein Geld oder seine Tokens, aber nicht die Keys dazu. Das ist immer so ein Sprichwort, das man hört, not your keys, not your coins. Darum gibt es viele von uns, die schon länger dabei sind. Wir haben unsere eigenen Hardware-Wallets. Das heißt, wenn wir Coins kaufen, dann schicken wir die runter auf unsere Wallets, damit wir sie selber verwahren können. Man sollte achten, hat es schon häufig Hacks gegeben bei diesen Plattformen? Wer steht dahinter? Was sind das für Leute? Wo ist die Plattform gemeldet oder was ist die Jurisdiction der Plattform? Hat sie gewisse regulatorische Aufsichten schon? Das hilft dann ein bisschen, dass man so gewisse Risiken abfedern kann. Aber natürlich ist man immer noch sehr, man befindet sich immer noch im hohen Risikobereich. Das ist klar. Was ist jetzt so die, also oder gehen wir mal einen Schritt zurück zum Markt. Also Angebot und Nachfrage bestimmen die Preise an der Stelle und wir haben im Vorgespräch, hattest du gesagt, ein enorm starkes Tempo ist auch dahinter und füttert das nochmal ein bisschen stärker eigentlich als an den klassischen
Wertpapiermärkten. Wo ist denn, wenn ich komme jetzt so von der Börse und denke an ein Referenzmarktprinzip, da weiß ich ja ungefähr, wo der Hauptmarkt ist. Wie kann ich mir das bei Kryptowährungen vorstellen? Weil Nebenmärkte werden sich ja immer am Hauptmarkt orientieren. Wo sind da die Hauptmärkte? Meinst du mit Hauptmärkten irgendwelche Indizes, die handelbar sind, oder? Die den Preis vorgeben. Wo entsteht dann tatsächlich jetzt von dem einzelnen Coin der Preis, der für andere wiederum die Referenz ist? Ja, das sind dann wirklich die großen Handelsplattformen wie FTX, Coinbase, Kraken, Bitstamp. Und ich sage es mal so, weil der Markt halt immer noch sehr fragmentiert ist, kann es schon sein, dass die Börsen verschiedene, ich sage jetzt mal, leicht abweichende Preise haben auf den verschiedenen Exchanges und gewisse Arbitrage-Players versuchen das auch auszureizen. Aber es ist halt nicht ganz so einfach, weil das Liquidity-Management, das betrieben werden muss, ist sehr aufwendig und kostet auch. Ja, jede On-Chain-Coin-Transfer kostet Geld. Und es ist halt bei den meisten Märkten oder bei den meisten Exchanges ein fully funded Markt. Also wenn man Spot handelt, dann muss das Konto, die Coins oder das Geld schon bereit haben. Es gibt eigentlich keine Kreditvergabe bei den Exchanges. Und ein ganz wichtiger Faktor auch von einzelnen Märkten ist ja die Liquidität und auch die Preisspanne, die ist ja für mich relevant. Was sind so gängige Spreads, auf die ich achten sollte, dass sie nicht überschritten werden? Das ist sehr schwierig. Ich sage es mal so, als wir heute Morgen reinkamen und unser Pricing-Tool leicht ajustiert haben, haben wir gesehen, dass die meisten Börsen breiter waren. Und ich sage mal so, breiter, nicht top of the book, weil dort hast du immer diese Market Makers, die gezwungen sind, das zu stellen, aber ganz klein. Aber wenn du runterschaust in die Orderbücher, wird alles sehr breit. Und grundsätzlich sollte man im Kryptomarkt immer mit Limit Orders arbeiten. Wenn man Market irgendwo reingeht, das kann sehr böse in die Hose gehen. Grundsätzlich gibt es meiner Meinung nach keine Angaben, was der Spread sein soll. Es ist wie für die Leute, die Emerging Markets mal gehandelt haben. Da weiß man, dass 360 Tage im Jahr ist es super tight und super liquid und dann plötzlich ist es nicht mehr. Und das kommt von heute auf morgen und dann ist jeder Spread, den du siehst, ist schon mal gut, weil du siehst Liquidität. Also, ja, und das mit dem Limit, das gilt ja auch zumindest aus unserer Sicht für klassische Wertpapiere genauso. Immer mit Limit. Jetzt Frage ans Publikum. Also ist genau der perfekte Moment, Ihre Fragen zu stellen. Dann bitte her damit. Rechts ist so ein kleines Fragepanel. So viel Expertise zum Thema Kryptos werden wir hier so schnell nicht wieder haben. Patrick, wo siehst du die Herausforderungen für die gesamte Branche oder aus Anlegersicht jetzt in der nächsten Zeit? Ich sehe den Challenge und da sind wir auch ein bisschen im Driving Seat. Ich sehe den Challenge, dass man die institutionelle Kundschaft reinbringen kann. Für das braucht es gewisse regulatorische Sicherheiten oder Anpassungen und dann braucht es die Players, die dann das auch umsetzen und sich lizenzieren lassen, wie wir das tun, damit der institutionelle Anleger sich mal darauf verlassen kann, wenigstens die Venues und die Verwahrung, die ist, ich sag's mal so, gesichert und ich muss mich dann nur noch um die Volatilität des Assets kümmern, wie es in mein Portfolio reinpasst. Das ist sicher das, was in den nächsten 2 bis 3 Jahren passieren muss. Und hier ist eine Frage, gibt es Signale, die allgemeingültigere Signale, die vor sowas wie dem Luna-Fall warnen könnten, die ich als Anleger, als Anlegerin verstehen kann? Also grundsätzlich ist es so, gerade in diesem Luna-Fall, wenn man das White Paper gelesen hat, das White Paper hat aufgezeigt, dass Luna diese Todesspirale in sich hat und dass es passieren könnte. Jetzt Signale im Markt hat man gesehen, als das Depegging des UST, des Stablecoins im Luna-Netzwerk losging. Und ich habe immer meinen ehemaligen Chef im Kopf, der hat mir immer gesagt, the peg is here to break.
Es gibt keinen Pack, der hält. Nicht im traditionellen Bereich. Jede Zentralbank hat diesen Kampf schon mal verloren und im Krypto genau das Gleiche. Also für mich war das Warning Sign, als der Pack das erste Mal gebrochen ist, war ich dann mal raus. Danke dafür. Dann ein paar Fragen kommen jetzt zu ETFs. Einmal Einschätzung von dir, eignet sich zum Einstieg ein ETF? Weil es ja jetzt gar keine gibt, sondern ETNs dann in dem Fall. Ja, oder ETNs. Ja, absolut. Ich finde das kein schlechter Einstieg. Es ist, je nachdem, welchen Anbieter man hat, noch relativ teuer, wenn man es selber machen könnte. Aber wie gesagt, es gibt einem die Sicherheit, dass es sauber abgewickelt ist, dass man das Asset in der Bank hält. Von dem her kein schlechter Einstieg, ja. Ja, jetzt nochmal eine ETF-Frage und zwar eine ganz konkrete. Man kennt den jetzt gar nicht, müsste aber auch ein ETN sein von Invesco, CoinShares, der auf dem Elwood Coin Index beruht. Das ist auch eine ETN-Konstruktion, oder? Ist sowas vertrauenswürdig aus deiner Sicht? Vertrauenswürdig, ich habe jetzt die Due Diligence drauf nicht gemacht, aber der Elwood Index, Elwood gehört zu Brevan Howard und das ist ein namhafter Name im Hedgefonds-Business, also die machen das schon okay. Und eine Frage, hilft es, wenn man auf Blockchain-Aktien anstelle von Kryptowährungen ausweichen würde oder korrelieren die auch 1:1? Also die Kryptowährung mit der Blockchain-Aktie, so verstehe ich das jetzt hier. Die Kryptowährung mit der Blockchain, also wenn man Aktien eines Blockchain-Unternehmens kaufen würde, oder wie ist ja, das gemeint? Vielleicht kann derjenige, der hier gefragt hat, nochmal nachhaken, falls ich es falsch verstanden habe. Ich würde vermuten, es bezieht sich auch auf ETFs oder Zertifikate. Es gibt ja Zertifikate, die Blockchain-Unternehmen, die dort tätig sind, enthalten. Ja. Genau, und die bewegen sich ja dann mit dem Kryptomarkt eher in die gleiche Richtung oder in die andere. Ja. Ich würde mal so sagen, die meisten Blockchain Equities, die man kaufen kann, sind ja VC-Investments. Und es sind ganz wenige sind wirklich schon gelistet. Die VC-Investments sind vielleicht weniger volatil, sind aber auch weniger liquide. Das heißt dann, man ist dann halt in diese ETFs oder ETNs länger gebunden. Und was wir sehen jetzt, oder die Valuationen, die neuen Funding Rounds, die jetzt reinkommen, die haben ungefähr den gleichen Move, also den gleichen Discount, den wir im Markt jetzt gesehen haben. Die sind auch 60% tiefer. Also quasi eine starke Korrelation zur eigentlichen Marktbewegung. Würde ich schon sagen, ja. Und hier ist noch eine Frage zu Ethereum. Wenn du dazu was sagen möchtest, ansonsten natürlich nicht. Was ist deine Preiserwartung bei der Umstellung von Ethereum 2, bei der Umstellung auf Proof of Stake? Extrem schwierig. Und Price Predictions mache ich gar nicht gerne. Ich sage es mal so, was jetzt im Markt passiert, ist ein Tail-Risk, das eingepreist wird, dass die Umstellung nicht kommt. Das ist das, was jetzt der Markt im Moment treibt im Ethereum, warum der auch am meisten verliert. Grundsätzlich erwarte ich, wenn die Bestätigung kommt, dass wir auf Proof of Stake gehen, eine starke Erholung im Ethereum-Preis und er wird outperformen der Kryptomarkt. Vielleicht noch mal eine kurze Erklärung. Ich wollte vorhin schon mal nachhaken für alle, die nicht so firm sind. Der Unterschied zwischen Proof of Stake und Proof of Ownership? Proof of Work. Proof of Work, danke. Ja. Proof of Stake funktioniert eigentlich ganz ähnlich, wie man es sich im traditionellen Markt gewohnt ist. Es funktioniert nach Voting, wie eine Aktie. Das heißt, die Tokens besitzen, die haben die Möglichkeit, diese zu staken und kontrollieren oder überprüfen, dass der Validator die Arbeit richtig macht. Und
haben aber, wie gesagt, wie ein Aktionär, haben Skin in the Game, weil sie mussten den Token ja kaufen, damit sie beim Staking mitmachen können. Proof of Work nimmt das raus und sagt sich, die Chain funktioniert gegenüber den Validierungen, die Miners sind. Die müssen ein Puzzle lösen, um einen Block aufzulösen und anzuhängen und kriegen dafür einen Reward. Mhm. Und da ist aber der Incentive schlussendlich ist der gleiche. Auch die Miners, die wollen ja so gut wie möglich sein, um so viel Reward wie möglich zu kriegen und sind aber auch interessiert, dass die Chain wirklich sauber funktioniert und sich bewegt, weil wenn sie das nicht tut, ist der Token, den sie jetzt bekommen haben, als Reward ist dann nichts mehr wert. Okay. Dann hier ist noch eine Frage. Was gibt es irgendein Mittel, um die hohe Vola zu reduzieren? Also wie kann man mit der hohen Vola umgehen, außer Eisennerven entwickeln? Das kam jetzt von mir, der Nachsatz. Ja, also grundsätzlich, was wir den Leuten immer wieder sagen, du brauchst kein Leverage in Krypto. Das Ding ist so volatil, einfach nur mit dem Cash reingehen, das man zur Verfügung hat. Wie gesagt, mehr Derivate sollte helfen. Natürlich nur, wenn der große Teil dieser Derivate auch auf professionellen Exchanges oder Venues gehandelt wird, wo saubere Liquidationsmechanismen durchgehen und auch gewisse Überprüfungen gemacht werden, dass sich die Leute nicht komplett überleveragen können. Wir hatten so einen Fall 2017. Da hatte ein Trader bei OKX eine so große Position, Liquidation kam, dass wenn es ins Orderbuch ging, keine Liquidität da gewesen wäre, um die Position zu liquidieren. Und der Markt stand still für 3 Wochen, bis es irgendwie gelöst wurde, wie man jetzt diese Position liquidiert. Das darf natürlich nicht passieren, weil dann ist die Vola trotzdem sehr hoch. Danke dafür. Und jetzt nochmal eine Frage zu der momentanen Rahmenbedingung. Wie realistisch hält denn der Markt im Moment aus deiner Sicht die Möglichkeit, dass es ein EU-Verbot gibt innerhalb der EU? Also ich nehme an, wir reden von MiCA und wir reden von dem Verbot Proof-of-Work-Tokens und wahrscheinlich auch Self-Hosted Wallets. Okay. Proof-of-Work kann ich mir nicht vorstellen. Da mehr einfach von den Diskussionen, die ich in Amerika schon mitverfolgt habe und für die ich das Gefühl habe, dass da gewinnt Europa nicht wirklich viel, auch vom Energie- oder ESG-Gedanken her, dass es wirklich sinnvoll wäre, das zu probieren, weil die Miners gehen einfach woanders hin und das Talent, die Technologie wandert dann in ein anderes Land ab. Das ist nicht wirklich das, was die EU will. Self-Hosted Wallets, MiCA, könnte sein, wäre für mich als DeFi-User, der wirklich eine Option zur Bank gesucht hat, um sich andere Finanzinstrumente anschauen zu können, ohne dass mir die Bank sagt, ob ich darf oder nicht darf, fände ich extrem schade. Könnte es nachvollziehen, dass es von Politikern und natürlich von Regulatoren gepusht und gewünscht wird. Danke für deine Einschätzung. Das war es auch soweit an Fragen. Also wenn hier jetzt noch was ist, bitte sofort, dann hätten wir noch einen Moment. Sieht nicht so aus. Ansonsten vielen, vielen Dank für deine Zeit, Patrick, und auch für deine Expertise. Ganz, ganz spannend. Und ich hoffe auch für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sie bekommen wie immer im Nachgang einen Link zu der Aufzeichnung zugesandt. Vielleicht noch ein kleiner Programmtipp an der Stelle. Ich mache in 3 Wochen mit Jan Altmann was über die Besicherung von Krypto-ETNs, wie sinnvoll das tatsächlich ist, sinnvoll oder Unsinn. Danke, Patrick, und ich hoffe bald mal wieder, wenn der Markt ist ja sehr dynamisch, es wird sich noch sehr, sehr viel ändern. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss.